Jo, jetzt geht's gleich los zum Totendocht. Ich hoffe, ich bin vorbereitet und ja, ich hoffe, ich schaffe die 100 Kilometer an einem Tag zu laufen. Das war ich ungefähr 10 Minuten vor der Abfahrt nach Belgien. Und in diesem Video erkläre ich euch, wie ich von diesem wunderschön aussehenden Jungen zu diesem Jungen geworden bin. Es ging nicht. Ich hab's wirklich versucht, aber die Schlaflosigkeit war stärker als ich. Jetzt heul dir auch noch meinen Senf aus allen Poren. Das reicht allmählich, mein Junge. Aber ja, was ist der Dodendoch nun eigentlich? Der Dodendoch ist ein 100-Kilometer-Marsch, der innerhalb von 24 Stunden absolviert werden muss. Ich bin also mit meinem Vater durch Deutschland, die Niederlande und Belgien gefahren, um an diesem Event teilzunehmen. Und ich komme in 188! Als wir dann letztendlich in Bornem angekommen sind, haben wir dort einen Tag kampiert. Und dann kam auch schon der Start und ich war so aufgeregt, dass ich es nicht mal hinbekommen habe, ein vernünftiges Startstatement aufzunehmen. Okay, bin jetzt langsam auf dem Weg dahin. Puh, ich glaube, ich krieg's hin. Und noch einmal. Also ja, ich habe Angst und ich habe aber auch das Gefühl, dass ich es schaffen werde. Ich setze mich mal ganz kurz hier hin. Ich warte gerade nämlich noch auf meinen Vater. Ja, gut. Ich glaube, ich schaffe es halt einfach. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal, ein vernünftiges Statement aufzunehmen. So, jetzt geht's gleich los mit dem Dodendocht. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, so zu reden. Aber ich habe auch immer noch Bock. Ich habe Bock. Ich habe Lust. Ja, was soll ich sagen? Es wurde auf 65 Kilometer gekürzt wegen den Temperaturen, wegen des Wetters. Trotzdem glaube ich, ich schaffe es. Ja, mit Motivationsreden habe ich es anscheinend nicht so. Und dann sind wir losgegangen und an uns vorbei gingen auch ganz viele andere Läufer schon und die haben auch alle den Weg bzw. den Start gesucht. An uns war jetzt auch so ein Typ mit einer bayerischen Flagge gegangen und dann haben wir ihm gesagt so, hey, ist voll cool so, aber wir würden es halt feiern, wenn hier auch mal richtige Deutsche wären und so. Und ja, dann haben wir auch noch so einen dänischen Typen getroffen, der halt mit so einer dänischen Flagge unterwegs war. Der war total sympathisch, sagte, dass der seit Jahren macht und sehr, 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 sehr cool eigentlich alles. Und ja, Stück für Stück haben wir uns dann vorgearbeitet, haben bemerkt, dass wir komplett falsch waren und sind dann halt den ganzen Menschenstrom gefolgt und es wurden immer mehr und mehr Menschen und es wurde so voll und ja, es war schon krass. Und dann begann es langsam. Die ganze Zeit über, während ich gewartet habe, denn man musste durch so ein Gate durchgehen und dann konnte mein Vater nicht mehr mitkommen, habe ich mich auf Englisch mit dem Dänen unterhalten und es war ziemlich, ziemlich cool. Und ja, dann sind wir halt so die ganze Zeit weitergelaufen und er meinte so, ja, die Menge, die reagiert wie Kühe, die werden sich nämlich alle durch dieses kleine Tor dann durchquetschen und es dauert voll lange, bis man dann durch ist. Dadurch habe ich dann schon angefangen, mich so ein bisschen vorzupirschen, habe so ein bisschen gefilmt, da sind Helikopter herumgeflogen, die uns gefilmt haben und das war wirklich richtig, richtig krass. Und so Stück für Stück, während wir uns 21 Uhr, also dann, wenn das Event gestartet ist, genähert haben, merkte man, die Menge wurde unruhiger. Zuerst saßen die ganzen Leute noch, dann sind sie Stück für Stück aufgestanden. Einer hat noch Wasser getrunken, der andere hat einen, keine Ahnung, Proteinriegel gegessen und es wurde richtig eng um einen herum, weil alle haben sich vorgepusht, alle haben sich vorgedrückt, jeder wollte erster am Tor sein, das noch nicht mal geöffnet war, was erst in 10, 15 Minuten geöffnet sein sollte, aber trotzdem
waren alle schon bereit und es war krass. Und dann hat sich das Tor geöffnet und nach, ja, so 5 Minuten konnte ich dann auch durch das Tor durchgehen. Wie gesagt, das waren richtige, das waren 13.000 Menschen hier auf diesem Platz, die da alle versucht haben durchzugehen. Und Stück für Stück sind dann halt immer ein paar Menschen durchgekommen. Hier ist eine ganz lustige Stelle, denn ich habe relativ viel getrunken auf diesem Platz und als wir dann halt schon die ersten 2-3 Minuten gegangen sind, habe ich bemerkt, so scheiße, ich muss richtig doll pissen und dann habe ich mich da einfach so an den Wegrand hingestellt und habe gepinkelt. So halt so mitten, während da so 1000 Leute an dir vorbeigehen. Und nun ja, hier geht mir leider auch schon das Videomaterial aus, was ziemlich schade ist. Ich bin nämlich hinter so ein paar Soldaten und einem Typen im weißen T-Shirt hergerannt und da bin ich halt wirklich Kilometer um Kilometer weiter gerannt und wir waren richtig, richtig schnell unterwegs. Innerhalb von einer Stunde hatten wir 11 Kilometer hinter uns gebracht und waren am ersten Checkpoint angekommen. Ich habe mir dort kurz was zu trinken geholt und bin dann direkt weiter hinter diesen Leuten her. Das waren Leute, die das jedes Jahr gemacht haben. Das waren so belgische, wirkliche Ausdauerläufer und ich da mit so Gepäck einfach noch. Die hatten kein Gepäck, ich hatte einfach Gepäck auf dem Rücken, sprinte noch so hinter denen her. Und boah, das war wirklich so ich war danach wirklich richtig tot. Nach 20 Kilometern haben aber meine Beine einfach nur noch gezittert und konnten einfach nicht mehr aus Kraft und ich habe mich halt einfach noch so gehend vorgeschleppt quasi. Man muss dazu sagen, ich bin diese 20 Kilometer aber wirklich durchgesprintet, halt durchgerannt mit diesen Belgiern. Ich habe mich dann einfach noch 10 Kilometer weiter geschleppt und versucht, den nächsten Checkpoint zu erreichen. Und das war halt wirklich einfach eine Qual, weil es wurde langsam Nacht, also so richtig dunkle Nacht. Es war dann schon so gegen 1 Uhr, 2 Uhr um den Dreh. Und ich war dann halt wirklich auf dem Weg und bin nur noch so gehumpelt. Und dann waren da einfach diese verdammten Fahrradfahrer und meinten ihren Freunden, die da auch mitgemacht haben, hinterherfahren zu müssen. Wisst ihr, wie asozial es ist, mit einem Fahrrad hinter Leuten, die vor Schmerzen laufen, also kaum noch laufen können, hinterherzufahren? Oder, Digga, das ist so asozial, Digga. Boah, ich habe diese Leute gehasst. Schlussendlich bin ich beim dritten Checkpoint angekommen und es war komplett die Qual. Meine Füße haben einfach nur noch explodiert. Ich habe 5 Minuten bei einem Dixi-Klo angestanden, um zu kacken, was irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Auf jeden Fall, ich habe halt eine Stunde gebraucht, um zum ersten Checkpoint die 11 Kilometer zu schaffen. Dann die anderen 9 Kilometer habe ich in 1,5 Stunden geschafft und einfach bis zu diesem Checkpoint habe ich, glaube ich, 2,5 Stunden gebraucht. Also da hat man wirklich schon gemerkt, meine Geschwindigkeit hat extrem nachgelassen. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr gerannt. Und boah, da war der Moment so, mir wurde komplett schwarz vor Augen und ich konnte einfach nicht mehr. Ja, hört euch einfach mein Statement dazu an. Ich möchte ganz kurz abschließend sagen, ich habe verkackt. Ich bin jetzt gerade wieder zurückweg zum Campingplatz. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich bin nach 30 Kilometern, die ich wirklich durchgerannt bin, gefühlt, umgekippt, mir wurde schwarz vor Augen, mir wurde kalt, mir wurde alles Mögliche. Ich habe gefühlt gebrannt. Ich habe bis jetzt immer noch nichts zu trinken bekommen, weil die das nicht verstanden haben, dass ich Durst hatte. Ich bin zurückgebracht worden über 2 verschiedene Transporter zu dieser Ortschaft hier. Und es ist, ich bin komplett fertig. Und damit habe ich den 53. Dodendocht verkackt.